Jetzt sind wir in der Sporthochschule Oberhaching in Bayern und wir haben jetzt die Mannschaft von Rosenheim. Sie sind jetzt in der Saisonvorbereitung. Ich habe natürlich die Ehre, drei hübsche Mädel neben mir zu haben. Wir haben zu meiner Linken Julia Kunkel, haben wir letztes Mal gesehen. Dann haben wir die Isabel Hertwisch und Barbara Bellenberg. Also die drei Mädels, die einfach das Kernstück von Rosenheim, die sind, also wir wissen, wie wichtig die Frauenspieler sind. Und die haben in letzter Saison eine Menge zum Erfolg des Vereins beigetragen. So, lasst uns jetzt hören, wie sie letzte Saison vielleicht kurz gesehen haben und das neue Saison in Aussicht, was sie alles getan haben, um eine neue Saison richtig toll anzupacken. Gehen wir links zu Julia. Julia, wie geht's dir nach einer Saison erster Bundesliga? Ja, also auf jeden Fall echt gut. War eine coole Saison. Hat echt Spaß gemacht. Die Leute sind auch super. Also ich habe mich richtig wohl gefühlt und hat echt Bock gemacht. Also war echt toll. Okay. Ja. Julia hat eine tolle Saison, hat Bock gemacht. Isabel, wie war es bei dir? Ja, also kann ich auf jeden Fall auch so bestätigen. Hat echt immer Spaß gemacht. War, ja, ist eine lustige Truppe und waren auch gute Spiele dabei. Also war gut. Also Isabel fand es auch gut. Barbara ein bisschen länger dabei als die beiden. Barbara, wie war es bei dir? Ja, war auch super. Macht super Spaß, auch mit Isabel im Doppel. Mit der Mannschaft einfach, wir haben immer Spaß und ja, ist gut. Spaß haben sie alle drei. Jetzt schauen wir, ob die in der nächsten Saison so viel Spaß haben werden. Julia hat natürlich eine massive Aufgabe als Einzelspielerin. Sie hat immer tolle, schwere Gegnerin und wir glauben, dass sie eine Menge Fortschritt machen werden. Aber natürlich hat eine tolle, schwere Aufgabe. Julia, neue Saison und diese tollen, schweren Damen. Aber du bist noch jung. Was hast du dann vor für die kommende Saison? Ja, also einfach so gut wie möglich zu spielen und denen einfach, also denen es ziemlich schwer machen einfach. Und klar, ich kann da noch nicht gewinnen, die haben ja auch viel, viel mehr Erfahrung als ich. Und einfach dran nagen und ja, einfach das Beste draus machen. Hast du auch eine Lieblingsgegnerin? Du hast voriges Jahr ein paar von dem gespielt. Gibt es welche, wo du sagen, ja, das ist toll, gegen so eine Gegnerin zu spielen? Ja, gegen die Juliane. Das war echt cool. Also ich habe zwar nicht wirklich irgendwie Punkte gemacht, aber es ist schon mal ganz cool, wie man so sieht, wie man gegen sie spielt. Und es hat echt Spaß gemacht. Also es macht Spaß. Ist ja auch ein Vorbild für dich? Ja, schon. Also vom Spielen her auf jeden Fall, ja. Was macht sie besonders gut, die Juliane Schenk? Ja, ich finde, sie kann ziemlich ruhig spielen und den Gegner halt im Spiel beobachten. Und ja, das ist halt, also das finde ich, das kann sie echt gut. Und halt dann einfach sehen, wie sie gegen den Gegner im Spiel spielen soll und nicht erst nach dem Spiel oder vor dem Spiel. Das kannst du während des Spiels eigentlich beeinflussen. Und das finde ich echt gut. Okay, danke, Julia. Jetzt Isabel, Mixed- und Doppelspezialisten, Nationalspielerin. Du hast ein bisschen mehr, sagen wir, Chancen als die Julia in dem Sinn, aber die Gegner sind auch nicht schwach, oder? Nee, auf keinen Fall. Die sind auch stark. Und ja, ich denke, ich werde jetzt mit Barbara auch ab Juli dann zusammen trainieren. Sie kommt ja dann nach Mülheim. Ja, und ich denke, dass wir dann, ja, dass wir auch zusammen dann einfach durchs Training auch nochmal vielleicht einen Ticken besser werden können und auch einen Ticken sicherer. Und dann, ja, hoffe ich, dass wir vielleicht ein paar Spielchen gewinnen. Okay, Damen-Doppel ist natürlich. Wem habt ihr als Haupt gegen die richtig schweren? Das ist Birgit Michels und so weiter. Ja, wir haben eigentlich nur schwere Gegner, glaube ich. Ja. Ja. Da ist kein Doppel dabei, was man irgendwie als leicht einstufen könnte. Also sind alle sehr stark und deswegen ja, hoffe ich, dass wir überall gut mitspielen können und vielleicht reicht es ja mal für einen Sieg. Okay, Barbara, bei dir, du hast wie gesagt ein paar Saisonen jetzt. Diese Doppel-Erfahrung, am Anfang war es Einzel, jetzt spielst du schwerpunktmäßig Doppel. Was hast du daraus gelernt in den Jahren, was du im nächsten Jahr umsetzen möchtest? Ja, ich habe sehr viel gelernt, vor allem es hat ja angefangen mit Pauline. Dass ich mit Pauline gespielt habe, von der habe ich auch sehr viel gelernt, weil sie einfach so ein wahnsinnig powervolles Spiel hat und ein sehr aggressives Spiel auch. Da hat sie mir auf jeden Fall einiges mitgegeben und dann natürlich auch mit Isabel lernt man natürlich auch einiges. Genau. Ich glaube, ihr werdet eine andere Spielweise haben das mit Pauline. Ich glaube, du bist eher der Kräftige. Ich glaube, du hast deinen Schmetterball auch wesentlich, sagen wir, härter. Es ist verbessert und das Spiel ist härter geworden. Isabel hat sehr viel Technik und auch sehr viel Cleverness. Ich glaube, dass er gut zusammenpasst. Musst ihr natürlich physisch ein bisschen mehr zulegen, oder?
Ja, klar, kommt auf jeden Fall auch dazu. Aber ja, wie gesagt, Barbara ist jetzt dann ab Juli in Mülheim und ja, ich werde auch weiter fleißig trainieren und dann wird das kommt es hoffentlich mit der Zeit, ja. Okay, gut. Jetzt zu den Zielen. Ich meine, wir wissen, dass die Gegner hart sind und ihr habt ja Spiele, wo ihr sagt, naja, das ist toll. Was wäre ein Ziel für dich, Julia, Mindestziel, wo du sagst, Mensch, wenn ich das erreiche, das wäre für mich total geil am Ende und zu sagen, ich habe das und das gemacht. Ja, also das, was ich auf jeden Fall echt cool finde, dass ich, weil ich habe, denke ich mal, die gleichen Gegner, dass ich da einfach mehr Punkte mache und ja, dass ich nicht immer so ganz aufgeregt reingehe, weil da war ich immer ziemlich aufgeregt drin und ich denke, das ist halt auch so ein Punkt gewesen, warum ich eher so wenige Punkte gemacht habe und natürlich auch, weil die anderen besser sind, aber also mein Ziel ist schon, dass ich mehr Punkte mache und denen es noch ein bisschen schwerer mache. Die Aufregung ist überhaupt nicht schlimm, das ist gut, das gehört zum Spiel. Man muss nur versuchen, die Aufregung in positive Energie umzusetzen. Ja. Ja? Und ich glaube, das wirst du schon schaffen. Isabel, Ziele für dich nicht nur in Rosenheim, auch in der Nationalmannschaft. Was hast du so vor? Ja, also jetzt steht im August steht die WM an, noch eigentlich vor der Saison sozusagen. Ja, aber das ist für uns eigentlich auch erstmal ein Erfahrungsturnier. Und ja, sonst. Ich denke, das Ziel für die Mannschaft ist der Klassenerhalt. Die Liga hat sich auch nochmal einen Ticken verstärkert. So, ja, denke ich, dass wir mit dem Klassenerhalt genug zu kämpfen haben. Okay, Barbara, auch deine Ziele? Ja, also mit der Mannschaft natürlich auch, dass wir es schaffen, in der Liga zu bleiben und nicht abzusteigen. Und einfach die Spiele, die wir gewinnen können und auch jetzt teilweise müssen gegen die hinteren Mannschaften, dass wir die halt auch gewinnen. Genau. Gut, so wir haben über die Ziele gesprochen. Ich meine, wir wollen ein bisschen mehr wissen von den Mädels, ja. Das gehört mehr zum Badmintonspielen als nur trainieren und so. Die haben Hobbys und solche Sachen. Was ist dein Lieblingsessen, Julia? Was isst du dann gern? Was wird dich dann verstärken, ja? Ich habe mehrere Lieblingsessen. Ich habe Pizza, Spaghetti, geschnetzeltes. Pizza, Spaghetti, geschnetzeltes? Ja, Schweinebraten. Schweinebraten. Ja, also so ein spezielles Lieblingsessen habe ich nicht. Aber du isst kein Junkfood, oder? Nein, nicht so. Nicht, nee. Okay, Jule isst kein Junkfood. Isabel, dein Lieblingsessen? Ah, oh, sowas typisch Bayerisches. Also ich mag natürlich Dreienbäckler, weil ich aus Nürnberg komme. Ey! Das ist dann immer, wenn man mal wieder zu Hause ist, esse ich das sehr gerne, ja. Aha. Sonst, ja, nee, was Bayerisches ist immer gut. Bayerisches Verstärkung. Und bei dir, Barbara? Ja, natürlich auch das Bayerische, so ein Schweinebraten von der Oma ist immer gut, aber auch Lasagne, Nudeln, italienische Sachen. Also wir haben gesehen, Mensch, die werden verstärkt durch bayerisches Essen, Lasagne, Nudeln, Spaghetti, Schweinebraten. Was werden, ich hoffe, dass die Figuren sich da nicht dabei verändern. Ich meine, ihr seid jetzt eine tolle Truppe, habt ihr jetzt eine neue Ausstattung vom Kleidung hier, gleiche Sponsor wie letztes Mal? Ja, wir spielen nochmal die gleichen Klamotten wie letztes Mal. Gleichen Klamotten wie letztes Mal, so ihr werdet genauso aussehen. Das ist das Rote, aber das Tolle bei Rosenheim. Also wir haben gesehen, die drei Mädels sind vorbereitet, die sind natürlich ehrgeizig. Und wir sind sicher, dass nächste Saison, wenn ich mit denen rede, wenn ich noch da bin, bin mir sicher, dass wir einfach nur Erfolge hören werden. Nationalmannschaft, das Doppel wird besser, Julia wird endlich ein paar schlagen, die Nervosität werden wir überhaupt nicht mehr merken. Also ich bedanke mich bei Julia, Isabel, Barbara. Also bis zum nächsten Mal.